Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Und wir sitzen in unserem Lamborghini, haben die letzte Fuhre Stroh für unseren Hof, für unser Silo. Jo, und dann geht's nämlich gleich weiter, denn auch der Deutz ist mit der Ernte fertig des Rapsfeldes. Und dann können wir uns gleich mal drum kümmern, welches nächste Feld oder welche nächsten Ernteaufträge wir dann gleich entgegennehmen. Aber jetzt als erstes mal hier recht herzlich willkommen auf unserer schönen Alpenmap, die immer noch wunderschön ist. Ganz, ganz toll. Und unsere Mukus sind auch hier, sind auch glücklich. Und Neumedibrunn ist einfach eine schöne Map. Das wollte ich an der Stelle nur mal gesagt haben. Okay, so, da oben ist wieder der Heißluftballon unterwegs. Letzte Fuhre für unser Silo Stroh abladen. So. Mit dem schönen Pöttinger Faro. Was hat der für eine Nummer? Der 4010. So, ist fertig. Dann machen wir erstmal den Motor aus und schauen mal, weil da vorne haben wir bereits unseren Zack. Hier den Topliner, den haben wir schon abfahrbereit gemacht. Aber jetzt bringen wir erstmal das Ganze hier mal schnell zum... wo bringen wir es eigentlich hin? Augenblick. So, Ernte. Das Ganze zur Ölmühle. Ölmühle? Achtung, Ölmühle. Lass mich mal kurz schauen. Ölmühle habe ich jetzt irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Das war, glaube ich, Zucker. Und hier oben ist die Müslifabrik. Ölmühle. Lass mich mal kurz überlegen. Hier ist doch Getreidemühle. Und da ist die Molkerei. Wo ist denn jetzt die Ölmühle? Tankstelle. Mann, Mann, Mann. Nee. Pizzeria. Spinnerei. Restaurant. Hä? Ölmühle? Bäckerei? Nee, das muss irgendwo hier drin sein, oder? Nee, das ist, glaube ich, Schreinerei Sägewerk. Das ist der Bauernmarkt, Viehhandel. Hä? Wo ist die Ölmühle? Stehe ich jetzt auf dem Schlauch? Ölmühle. Ist doch irgendwo da oben am Berg, dachte ich. Pizzeria, Dingens, BGA, Sägewerk. Tierfuttersilo. Wo ist die Ölmühle? Bestimmt seht ihr es schon wieder 20 Mal und ich sehe es nicht. Was war das hier nochmal? Das Restaurant. Produktion. Das war das. Also das ist Getreidemühle. Molkerei. Ja, wir machen das anders. So, zack, zack, Raps, Ölmühle. Jetzt schauen wir mal. Ach, da unten. Okay, dann finden wir so, Trick 18. Hä? Egal. So, also, wir bringen mit unserem Waldrei jetzt das Raps, den Raps, der, die, das Raps. Bringen wir jetzt zur Ölmühle und dann werden wir uns den nächsten Auftrag schnappen. Aber ihr wisst ja, wir haben auch noch einen Ballenpressauftrag. Und der Big M steht da hinten. Der Big M steht auch schon am Feld. Jetzt bringen wir dann danach noch schnell den Fendt hin mit der Ballenpresse. Aber erstmal hier den Auftrag abschließen. Ölmühle. Da. Naja, steht ja auch ganz groß dran, ne? So, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Verkehr, Verkehr. Und stopp, wie kommen wir da jetzt am geschicktesten rein? Ach, hinter uns. Ja, ist klar. Oh, oh. Hier? Nee, da geht kein Tor auf. Da hinten, oder? Wir waren noch nie an der Ölmühle, glaube ich. Nee, das ist auch was anderes. Okay, aber da können wir hoffentlich wenden, beziehungsweise einmal rumfahren. Dann ist es von... Oder? Na, da geht's hoch. Jetzt sind wir aber wieder ganz schön verpeilt hier.
So, aber wir werden es finden. Wir werden es finden. Das erste Mal an die Ölmühle zu liefern, stellt sich doch als großes Problem für uns dar. So. Ja, dann müssen wir doch rechts rum, Richtung Tunnel. Ich verstehe das nicht, dass dieses Tor nicht offen ist. Weil hier hat es ja auch kein Tor. Geht da das Tor auf? Ich bin leicht verwirrt. Augenblick. Muss man das Tor von Hand öffnen? Wie ging denn das nochmal? So, Hilfe ein. Zack. Nein. Tor öffnen. Doch. Mensch. Das ist aber auch wirklich das Einzige hier, wo man das Tor von Hand öffnen muss, oder? So, jetzt wissen wir es aber. Jo, auch wieder was gelernt. Und ihr hoffentlich auch, falls ihr noch nicht wusstet, wie man hier zur Ölmühle kommt. Gut, sehr schön. Dann schauen wir mal, was uns das Ganze bringt. So, abgeschlossen. 86. Jetzt müsste doch langsam da oben der Zähler gehen. Naja, also bescheidene 1300. Naja, okay. So, jetzt schauen wir mal, dass wir aber hier rauskommen. Dann müssen wir das Tor auch noch öffnen. So. Bingo. Okay, aber jetzt zunächst einmal. Bleiben wir hier mal stehen, machen den Motor aus. Achten darauf, dass wir nicht überfahren werden. Oh, zack. Und dann werden wir hier erstmal mit dem Fendt... Na? Die Presse... zu Feld Nummer 17 bringen, wenn ich mich richtig erinnere. So, ist leider keine Fast Bail, aber ist okay. So, die Hilfe lassen wir erstmal an, weil ich muss mir nämlich auch nochmal Gedanken machen, wie dann die Automatik funktioniert. So. Tor geht auf. Wir machen die Rundumkennleuchten an. Dann hoffen wir, dass wir hier links rauskommen. Oh, ein Betrieb hier. So, Dele. Jetzt müssen wir hier links rum. Und mit diesem Bildschirm da rechts oben hat man ein bisschen Schwierigkeiten, nach rechts rauszugucken. Kann das so gewollt sein vom TÜV? So, stopp. Es kommt nicht. Zumindest hoffen wir, dass nichts kommt. So, und dann haben wir dort oben rechts, oben auf dem Plateau, da wo man mit der hier links dann über die Brücke hoch muss. Da oben gibt es drei Felder und da gibt es auch ein ganz, ganz schön großes Feld. Und da schauen wir doch mal, was wir da ernten können. Und ich hoffe ja, dass wir nicht zur Ölmühle müssen, nicht, dass wir die nicht finden. So, hier rechts geht es zu Feld Nummer 17. Ist hier übrigens auch ein spannendes Feld so, direkt hier am Industriegebiet sozusagen. So, und jetzt hier rechts rum. Dann fahren wir erstmal dahin, wo unser schöner großer Krone steht. Dann checken wir mal, welche Aufträge wir machen. Dann schmeißen wir den Deutz Fahr an. Und dann, wenn der am Ernten ist, können wir hier mal anfangen mit den Ballen. So, da kommt jetzt hoffentlich nichts. So, okay. Wie parken wir den jetzt am geschicktesten? Ja, da kommt vorbei. Okay, sehr schön. Wir schauen in die Karte. Zack, 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 zack. Aufträge. So, hier. Also, wir haben noch einen Ernteauftrag. Ernteauftrag, wo war denn der große? Hier, oder? Feld 13? Feld 13. Lasst mich mal hier schauen. So, nee, Feld 13 ist ja ganz woanders. Feld 26, 24 und 22 bieten sich eigentlich an zum Abernten.
Und da sind wir gerade vorbeigefahren an Feld Nummer 16. Okay, 26, 24, 22. 26, ach, da ist nämlich auch der Johnny. Und das ist Weizen. 24 ist Gerste. Und 22 ist überhaupt gar nicht dabei. Okay. Ja, dann würde ich doch sagen, jetzt schließen wir dieses erstmal ab. Zack. So, und dann würde ich die beiden hier annehmen wollen, damit die uns schon mal nicht verloren gehen. Akzeptieren, akzeptieren. Und dann... Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hier ist er. Dann fahren wir mal hier zum Feld und schmeißen das ganze Ding an. So, 6 Meter Schneidbreite. Ja, Schneidwert mit 6 Meter Breite, so ist es wohl eher richtig. Ja, einen kleinen Nachteil hat ja hier der Deutz, ne? Also das muss man schon sagen, der holt ganz schön aus beim Wenden, aber okay. Dafür hat er ja auch den doppelten Korntank im Gegensatz zu unserem Vorgänger. So, kommen wir hier rum. Ohne, dass wir hier gleich wieder Ärger kriegen. Sehr schön, jetzt müssen wir hier links. Also das gefällt mir auch sehr, sehr gut vom Mapper hier. Oder vom Modder, der die Map hier gestaltet hat. So, und dann müsste das ja, wie gesagt, hier dieses Feld sein und dann das Feld dort oben. Aber machen wir erstmal das Große, weil dann sind wir auf jeden Fall lange, lange, lange beschäftigt und haben Zeit für unser Grasfeld. So, ich überlege jetzt gerade, wo wir wieder den Wagen abstellen können. Den könnten wir eigentlich, glaube ich, hier abstellen. Da stört er wenig. Weil später müssen wir zwar da rein, aber das ist jetzt, glaube ich, ja, da haben wir auf jeden Fall genügend Platz zum Rangieren. Zack. So, da oben ist das große Feld. Ja, da wird er schon ein bisschen brauchen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was der Johnny denn für ein Schneidwerk gehabt hätte. So. Dann mal hier andocken. Wir haben vergessen, den zuzuklappen während der Fahrt. Naja, okay. So. Ja, das ist ein großes Feld. Aber okay, der Kollege wird das schon schaffen. Jetzt müssen wir erstmal wieder schauen, dass er hier vorbeikommt, weil meistens hat er dann doch ein bisschen Probleme mit diesen wirklich eng anstehenden Bäumen. So, hat er Strohablage? Nö, brauchen wir auch nicht. So, da kommen wir, glaube ich, vorbei, oder? Ja, da kommen wir auf jeden Fall erstmal vorbei. Das sieht gut aus. Sehr schön. Ist also am Laufen. Jetzt schaue ich hier nochmal kurz in die Map. Also wir haben noch 24, 26. 24, 26. Ideal. Warum 22 nicht? Naja, vielleicht kommt ja noch. Okay. Wir schnappen uns wieder den Ball dran, bringen den schon mal hier als Abfahrer hin, wo er hingehört. Nämlich zum Drescher. So, wo fährt er hin? Er biegt ab, biegt nicht ab. Oh, er will abbiegen, oder? Oh nö, komm, mach schon, mach schon. Was ist denn los? Gut. Ja, der Valtra. Und so wie ein paar andere Fahrzeuge, die müssen bald mal in die Werkstatt zur Wartung. Bei ihm geht's noch, aber den Deutzen haben wir ja gebraucht gekauft, war ja ein Schnapper. Und der ist natürlich auf jeden Fall bald fällig. Aber ich hoffe doch, dass wir die 2 Ernteaufträge noch mit ihm machen können, bevor er dann in die Werkstatt muss. Und das wird uns dann mit Sicherheit ein paar Euro kosten. Aber okay, wir sind ja hier, um Geld zu verdienen. Wir sind ja sozusagen der Lohner des Dorfes.
hatten wir ja auch eine kleine Folge. Und wir nehmen hier gerne die Lohnaufträge an, damit ein bisschen Geld in die Kasse kommt. Denn von unseren 2, 3 Feldern, die wir im Moment haben, naja, da werden wir wohl nicht reich, im Moment noch nicht. So, da kommt er auch schon wieder zurück. Also das hat gut geklappt, wohl so wie es aussieht oben. Auch mit den anderen Birken, wo er nicht hängen geblieben ist. Das ist schön, weil der andere Drescher hat da immer ein bisschen Probleme gehabt. So, dann parken wir den mal hier. Und dann schauen wir nochmal. 35, okay. Dann kann er definitiv 6 Bahnen fahren. Das ist gut. Jo. So. Das wird auch ohne uns schaffen. Dann schauen wir mal. Da können wir mal ausschalten. So. Und dann gehen wir jetzt mal hier in unseren Big M. Jo. Fangen wir mal hier an zu mähen. So, ausklappen. Bitteschön. Dann müsste er jetzt auch ein kleines bisschen hochgehen, oder? So, jetzt müssen wir schauen. Augenblick. Breitablage wollen wir nicht. Wir wollen... Nee, stopp. Jupp. Schwartablage. Sehr schön. Okay. Und jetzt geht er hoch. So, komm, lass runter. Und ab die Post. So, und der müsste ja ohne Probleme hier überall hochkommen. Ups. Der müsste ja genug PS haben. So, Schwartablage passt. Jo. Ah, ein Träumchen, das Maschinchen. Ein Träumchen. Und 25 km/h ist er unterwegs. Ja, damit ist doch eine Wiese ratzfatz gemacht. Also so, jetzt fahren wir hier raus. Und runtergelassen und weiter geht's. Dann fahren wir wie immer das berühmte Vorgewende. Ja, die Wiese ist ein bisschen ungeschickt zu mähen, aber wie gesagt, mit dem Maschinchen geht das ratzfatz. Und ich denke auch, wenn es dann hier den Berg hoch geht, dann schafft er das ohne Probleme. Da hat es eben dann mit unserem Traktor, mit unserem Trecker, da war das dann schon ein kleiner Kampf mit unserem Mähwerk. So, hier rum. Na, okay, vielleicht habe ich auch zu viel versprochen. Jetzt ist er schon bei 20 km/h. Also mit der vollen Leistung kommt er dann nicht hoch oder mit der vollen Geschwindigkeit. 19. So, und dann bin ich auch gespannt, wie sich dann der Traktor mit dem Ballenwickler hier an diesem Feld hier an der Steigung macht. Finde ich aber auch irgendwie ein schönes Feld. Gefällt mir. Tolle Wiese. So, 15. Jetzt kommt, glaube ich, die größte Steigung. 16... 15, 13, ja, ja, jetzt muss er doch ein bisschen kämpfen. Ja. Aber wir haben ja zum Glück nicht so häufig. Da sind wir nämlich jetzt gleich durch. So, bergab 25. Aber das Gute ist auf jeden Fall, dass wir sofort die Schwartablage haben. Wir müssen also nicht mit dem Schwader, der da komischerweise im Paket mit dabei war, da müssen wir nicht mitarbeiten. So, ja, rennen wir wieder vors Mähwerk. Okay. Dann schauen wir mal. Ah ja, genau, wollte gerade sagen, der Kollege Helfer, beziehungsweise er hier hat einen vollen Korntank.
So, okay, da habe ich dann doch zu viel gesagt. Dann ist dann doch das passiert, was ich gesagt habe oder gemeint habe, dass er dann doch hier einen Buschen stehen lässt, weil er dann doch früher wendet. Naja, okay. So, zack, zack. Dann werden wir jetzt erstmal hier abtanken. So, und hier stechen wir ins Feld. Oh, der Anhänger sieht auch schon ganz schön übel aus. Er sieht irgendwie gebraucht aus. So, darauf nehme ich erstmal einen Schluck Kaffee. Jo. Einfach super Panorama. Kann man immer wieder gerne ein Thumbnail machen. Zack. So, dann bringen wir den erstmal wieder ein bisschen aus dem Weg hier, weil sonst stört er. Ja gut, dann werden wir das später nacharbeiten hier, das Teil. Okay. So, nicht irgendwo hängen bleiben hier. Alles scharf, spitz und gefährlich. So, ablassen und los. Ab geht die Post. Wie sieht es da vorne aus? Hat er da vorne beim Wenden was stehen lassen? Nö, sieht nicht so aus. Gut, dann kümmern wir uns weiter um die Wiese. Jo. Hup, 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 hup. So, dann tigern wir hier gleich mal wieder den Berg hoch. Mal schauen, wie er jetzt damit zurechtkommt. Also das könnte ich echt den ganzen Tag machen mit dem Big M hier. Aber wenn ich dann noch an unseren Traktor denke, der ist ja, glaube ich, da mit 2 oder 3 km/h hier hochgefahren. Da muss man schon sagen, da hat er es hier schon deutlich besser drauf. So. Und dann bin ich, wie gesagt, später gespannt, wenn wir den Ballensammler verwenden, wie es dann wieder aussieht, ob wir dann auch wieder Probleme haben. So, das andere Feld ist zu 20%. Hat er eigentlich schon gezeigt, wie viel wir hier haben.
Ich glaube, das will er gar nicht anzeigen, ne? Oder? So, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Als hier weiter? Ja. So, jetzt fahren wir aber hier wieder zurück. Und auch hier wieder zurück. Und dann fahren wir wieder einen Berg hoch und einmal hier um das ganze Ding herum. So. Und während ich hier jetzt das Feld noch fertig mache, zumindest mal fertig mähe, darf ich mich wieder mal recht herzlich bei euch bedanken fürs Zusehen und für eure Zeit. Er quält sich, aber er quält sich gerne. Denn das Ballen sammeln und das Ballen wickeln, das machen wir dann in der nächsten Folge hier auf unserer wunderschönen Alpenmap Neu-Mini-Brunn. Und ich darf mich recht herzlich bei euch wieder mal bedanken für eure Geduld, für eure Aufmerksamkeit, für eure Geduld, weil ich ja die Ölmühle gesucht habe, wie wild. Und freue mich dann, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, hier auf unserer Alpenmap. Ich sage wie immer recht herzlichen Dank und tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.